Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FC24 mit meinem Team hier bei Heisenberg. Zack, so ist es schon ein bisschen her. Ja, das Problem ist folgendes, ich habe es angesprochen, irgendwie mir fehlt ein bisschen die Zeit für 4, teilweise sogar 5 Videos pro Tag. Das liegt aber auch daran, dass diese FIFA-Folgen bzw. FC24-Folgen länger gehen als die letzten, weil wir eben mehr Spielzeit haben. Ich möchte das tatsächlich mal kurz ändern, also von den 6 Minuten, jetzt muss ich aber gucken, wo das war. Von den 6 Minuten runtergehen auf deren 4, so wie wir es früher hatten. Das kann ich ja mit Sicherheit irgendwo einstellen. Ach, wir haben 4 Minuten. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Ich dachte, wir hätten 6 Minuten. Weil 2 sind es nicht gewesen. Ja gut, dann lassen wir es, dann ist es doch okay. Aber da muss ich gucken, dass ich ein bisschen schneller mache irgendwie. Nein, muss ich nicht, weil ich möchte da nicht hetzen. Also, wir haben Post und wir sind aus dem Pokal ausgeschieden leider. Rot-Weiß Essen ist daran interessiert, den Herrn Bauer zu kaufen. Wir gucken mal schnell. Was macht er? Zentrales Mittelfeld. Stärke 54. Nee, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Das ist irgendwie... Wir brauchen den wahrscheinlich. Nicht stark genug. Mhm. Jetzt heißt es wieder irgendwo beim... Moment, ich muss schnell gucken, bei wem. Archie Rowe. Ach, die haben auch einen Archie. Guck mal, wir haben ja auch einen Archie. Archie Baby. Archie Rowe. Das ist der Mann hier. Schauen wir mal und gehen hier auf Fokus auf Energie. Okay, dann haben wir das gemacht. Da kann der Nächste wieder reklamieren, dass er zu sehr rumhüpfen da. Ja, da ist einer gesperrt worden. Okay, das ist klar. Problem selbst beheben. Ja, machen wir automatisch, würde ich tatsächlich sagen. Das hätte ich jetzt aber noch löschen können. Haben wir das noch drin? Jawohl, das kann weg. So, dann haben wir noch Transfervorschläge. Ich hoffe, ich habe alle. Das wären... Moment, Transfer war hier. Spieler suchen. Und zwar vom lieben Arnie. Allerdings, da haben wir den Marcel Sabitzer und den Christoph Baumgartner. Das sind doch, wenn ich mich nicht täusche, sogar österreichische Nationalspieler. Die können wir uns nicht leisten. Also das würde mich sehr wundern. Aber wir gucken mal. Beziehungsweise wir beobachten die mal. Stärke 80. Ja, ist nicht zu machen. Aber die Wunschliste ist ja dann doch möglich natürlich. So, und dann haben wir noch den Kollegen, einmal löschen, einmal den hier, Christoph Baumgartner. Machen wir mal einfach mal Baumgartner, so viele Baumgartner wird es nicht, aber man müsste noch richtig schreiben. Baumgartner, da haben wir ihn doch. 24, zack, wird nicht beobachtet. Okay, den würden wir gerne. Beobachte mal und Transfer. Sehr gut, dann haben wir die beiden, danke für die Tipps. Ansonsten viel Geld haben wir nicht mehr, wir müssen aber die Verträge mal noch prüfen. Hieß es. Und das ist absolut richtig. Hier laufen wahrscheinlich Verträge aus. Hier zum Beispiel in 10 Monaten beim Torwart. Welches ist unser Haupttorwart? Der hier. Ja, dann würde ich das delegieren. Okay, Verlängerung delegieren. Mach mal. Akzeptiert. Der läuft auch aus hier. Da machen wir auch Verlängerung delegieren. Kein Wunder, dauern die Folgen so lang, wenn man immer noch so Sachen macht. Aber ja, müssen wir halt. Hilft ja nichts. Hier darf... der läuft aus. Ja, wir delegieren das, würde ich sagen. Sonst ja, sind wir hier 3 Folgen dran. Also das kann es auch nicht sein. Also wir hätten hier wirklich einen wichtigen Spieler. Der kleine Rechtsverteidiger. Auch delegieren. Wir können einen mindestens noch auf die Ersatzbank setzen. Nämlich... der ist sogar verliehen, hier der Kollege. Das schauen wir nachher. Ich würde sagen, wir gucken erst... Der Herr Köhler, das ist ein sehr starker Mann. Wir delegieren trotzdem. Dann haben wir hier Schmidtchen. Hier haben wir den... nochmal einen Köhler. Wie viele Köhlers haben wir denn? Wir haben so viele Franks und Köhlers. Das ist ein Kreuz. Wir müssen hier alleine schon Transfers machen, damit wir hier mal ein bisschen Namen reinbringen irgendwie. Also, dass die nicht alle gleich... Oh, der steht nicht zur Verfügung. Okay. Dass die nicht alle gleich heißen. Das wäre noch hilfreich. Jetzt haben wir hier nochmal einen. Ne, die haben wir schon. Da sind wir durch. Gut, dann haben wir das ja geregelt. Dann passt das doch. Was wollte ich jetzt noch? Ich wollte noch was gucken. Genau, den einen auf die Transferliste setzen. Nämlich den M. Wo haben wir den? Den MS hier, den Herrn C. Schmidt. Weil den brauchen wir so nicht. Stärke 63. Transferliste. Dankeschön. Und dann haben wir das. Dann gehen wir zurück. Nein, ich meine... ist das denn wahr? Ich weiß nicht, was ich hier drücke, dass ich hier jedes Mal irgendwie dann rauskomme. Das hatte ich bei FIFA 23 ja schon. Oh, gegen den HSV spielen wir. Eieieiei, okay. Ich muss gestehen, ich habe die letzten Tage nicht so viel FIFA gespielt. Sonst hätte ich mir aufgenommen. Mal gucken, was wir da hinkriegen. Joshua Zirk C.
haben wir hier Stärke 73. Gut, das können wir im Prinzip können wir das einfach so schnell durchgehen. Ja, wobei, Stärke 70. Wir haben das Geld nicht, um hier groß was zu machen, würde ich behaupten. Aber wir haben die beobachtet, das ist natürlich gut. Das heißt, da haben wir die Informationen, die wir brauchen. Von daher ist das natürlich trotzdem gut. Da haben wir auch den Enzo, oh nee, Juan Pedro. Ja, auch interessanter Mann. Kostet aber halt gleich mal irgendwie 10 Millionen. Zu teuer. Spielerchat. Oh, dreimal. Haben wir das andere schon beantwortet. Der Herr Christoph Schmidt. Ich weiß, Sie haben Ihre Gründe, auch so wegen der Transferliste. Wir sehen uns um. Was haben wir hier? Ja, das haben wir beantwortet. Gut, dann können wir raus. Spiel gegen HSV. Huiuiui. Wir können ja mal schnell gucken. Wo ist denn der HSV? Wir sind auf der 5. Und der HSV ist auf der 2 stark. 2 Spiele, 6 Punkte. Wir haben 2 Spiele, 4 Punkte. Ja gut. Da müssen wir das Spiel halt einfach annehmen. Hilft ja nichts. Ich möchte aber noch ganz kurz ins Büro. Okay, minus 24.000. Ja, wir müssen Spieler verkaufen, sonst kriegen wir da noch ein Problem. Gut, nein. Verträge haben wir verlängert. Ich würde sagen, wir gehen ins Spiel rein, wenn wir können. Ne, da haben wir noch mal was. Peter Jansen kaufen. Wer ist Peter Jansen? Nein, ein Stürmer von uns. Nee, nicht. Wir haben einen Zuschauer, der so heißt. Den können wir nicht verkaufen. Da waren wir ablehnen. Auch wenn 4,5 natürlich nicht schlecht ist, aber nee, das ist Käse. Dann haben wir keinen Stürmer mehr. Gut, Alora. Weiter. Nochmal Post. Hallo Heisenberg. Ja, genau, jetzt kommt das wieder mit, dass wir die Trainingspläne wechseln. Ja, wenn die uns sagen, wir sollen, machen wir das natürlich. Xavier Leveling. 72 Stärke. Ein Stürmer. Ja, gut, haben wir auch. Sehr gut, dann ist er auch drin. In der Liste, das passt auch. Weiter und es geht ins Spiel rein, wahrscheinlich doch nicht. Paris ist jetzt noch sehr Konstantin Schmidt für 850.000. Das ist er. Das können wir eigentlich machen. Wir delegieren mal. 1,5 Millionen. Hätten wir gerne. Gut, mal gucken, ob sie es machen. Das ging schnell, dann hätten wir wenigstens wieder ein Plus bei den Finanzen. Da wäre ich dann doch dankbar und froh tatsächlich. Gut. Ich denke, das Spiel kommt. Nee, denkste? Ich habe mit Paris eine Transfersumme von 1 Million gemacht. Okay. Oder abgemacht. Das nehmen wir an. Dann ist der weg. Dann haben wir 1 Million. Dann müssen wir hier im Büro wieder auf Plus sein. Gehen wir mal gucken. Ist das Geld schon angekommen? Nee, das dauert noch ein Momentchen. Gut. So viel Zeit haben wir. Der HSV. Wow. Eigentlich mein Bundesliga-Lieblingsclub aus vergangenen Zeiten, ewig lange her. Horst Rubesch, Manny Kaltz, Kevin Keegan, englischer Nationalspieler. Das war schon eine coole Mannschaft. Wir würden gerne... Ich muss mich hier immer noch mal umsehen. Aha, hier haben wir das, Partie spielen, Taktikansicht. Irgendwo war doch mit Y. Da, genau, das Management. Das sieht soweit gut aus. Das sind halt die stärksten Leute, die wir haben. Das würde ich mal so lassen. Der Herr Kleindienst hier, der Mann, den wir gekauft haben, das ist ein Transfer gewesen, Herr Jansen. Ja, ist eine gute Mannschaft, behaupte ich. Wir haben natürlich noch, ja, wir müssen noch investieren, aber dafür müssen wir erst wieder Geld haben. Wie sieht es aus bei den Taktiken? Flügel, Druck nach Fehlern, schnell, Lauf in die Spitze, ist okay. Was haben wir hier noch? Tiki-Taki, Standard, Kick and Rush, nö. Nicht Englisch spielen, Konter, nö, aber Regel nein. Gegenpressing. Ja, ich würde das Flügelspiel mal lassen. Gut, dann haben wir das. Was haben wir für Wetter? Regen. Regen in Heisenberg City. Gut, das wundert keinen. Wenn es hier nicht regnet, dann schneit, das wissen wir. Aber wir müssen auf jedem Boden stark sein, ganz klar. Wir haben halt Heise nicht mehr. Das wäre unser Regenspezialist gewesen. Espen Moos, jawohl. So, ich muss mit der Lautstärke noch ein bisschen runter. Das dröhnt mir sonst zu heftig um die Ohren. Oh, Robert Glatzel, guck mal, den haben wir doch auch beobachtet. Das wäre im Prinzip ein Kandidat gewesen, wenn wir jetzt den Herrn Kleindienst nicht geholt hätten. Da haben wir Papa Heisi, sagt Tag dem Herrn Trainer und da wird getrommelt und gemacht. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Spiel. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Wir spielen von links nach rechts in den roten Trikots. Ziel, ja, zu Hause würde ich sagen, schon ein Sieg, wenn wir aufsteigen wollen. Muss aber nochmal relativieren. Ich sehe das mit dem Aufstieg jetzt nicht so als Pflicht.
Übung. Oh, guter Ball. Schade, wenn der ankommt. So, hinterher, bitteschön. Ja, decken dort. Ja, die spielen stark, ich merke das jetzt schon. Dahingehend, kaum bin ich in der Nähe, wird abgespielt. Ja, und zum Glück aber noch nicht so präzise geschossen, dass das eine Gefahr wäre. Da ist nicht nur Heisi, Papa Heisi froh, da ist auch der Herr Heisenberg am Controller froh. Nicht ungefährlich hier das Ganze. Guter Ball. Jetzt der andere bitte steil gehen. Genau. Wunderbar. Klein müsste das sein. Das ist er auch. Was ist das für eine Flanke? Das wollte ich so definitiv nicht. Oh, da rennt Köhler, glaube ich, ist es dran vorbei. Gefährlich, gefährlich. Geht drauf. Gut gemacht. Und jetzt den Konter fahren bitte. Boah, kein Foul doch. Glück gehabt. Müsste jetzt nicht zwingend eine Karte geben. Das war nichts Schlimmes. Das war halt ein Foul. Jawohl, da wird er ermahnt, der gute Mann. Alles okay. Sehen wir hier nochmal. Ja, jetzt hat die Grätsche. Aber die ist nicht hinten rein. Also von daher, das war schon... War halt einfach ein Foul. Gut gepfiffen, tatsächlich. Gut von Frank. Oh, und gut vom Hamburger, der halt mit der Grätsche dann den Ball rankommt. Komm, Jansen, geh drauf. Ja, da stört er, allerdings halt mäßig erfolgreich. Die sind schon stark, dahin geht wirklich. Sie spielen halt, kaum komme ich in die Nähe vom Ball, wird der Ball gespielt. Oh, gefährlich. Ui, zum Glück schießt er in die Wolken. Da würde ich als Trainer jetzt aber sagen, Kollege, oh, das muss ein Tor sein, echt jetzt. Gut, Glück gehabt, massiv Glück gehabt. Das muss ein Tor sein, das kann man gar nicht anders sagen. Ja, wir bauen mal in Ruhe auf. Guter Ball. Gute Flanke. Oh, ich dachte, er kommt halt richtig runter da bei unserem. Deswegen habe ich gesagt, gute Flanke. Das war natürlich keine gute Flanke, wenn der so spät runterkommt. Gut gemacht von Haas, wie er da den Fuß noch reinkriegt. Oh, wieder nicht rangekommen. Oh, eine kurze Drehung. Oh, da werden wir einfach umgeschmissen. Aber da ist Frank. Ja, aber der HSV ist stärker. Sie sind besser als wir im Moment, behaupte ich. Oh, komm. Jawohl, gut gemacht von Frank. Lauf, lauf, lauf. Du hast Schwung. Guter Ball. Einmal rüber. Nein, in die Mitte. Oh, wenn er ihn jetzt in die Tiefe gespielt hätte. Das wäre die Idee gewesen. Daneben gerutscht. Jetzt wird es gefährlich. Aufpassen beim Angreifen. Ui, da kommt er voll an den Kopfball. Aber kein Problem. Das war auch nicht wirklich allzu gefährlich. War das nicht sogar eine Ecke? Nein, das war tatsächlich der Hamburger, der da den Kopf hingehalten hat. Lauf, lauf, lauf. Oh, verhungerter Ball. Müssen wir hier nochmal hinten rum. Machen wir auch. Das war nichts mit dem hohen Ball. Das wollte ich so auch nicht. Irgendwie läuft das gerade gar nicht so, wie ich möchte. Oh, komme ich auch nicht ran. Oh, da war noch der Fuß im Weg. Zum Glück von uns. Wie mal raus. Jawohl, gut gemacht. Weiterleiten. Jawohl, stark. Oh, da ist der Fuß nochmal im Weg. Jetzt. Oh, nochmal ein Fuß im Weg. Oh, das war eigentlich gut gedacht. Abseits. Kein Abseits. Aber Frank dafür da. Und da ist Pause 0-0. Ja, 0-0 mit Tendenz. Ich würde sagen, der HSV ist stärker. Sie hatten die besseren Chancen. Wir gehen mal schnell gucken. Teammanagement. Ist da jemand müde? Nö, die sind alle noch so weit fit. Gut, dann setzen wir das Ganze mal fröhlich fort.
Ja, Ziel ist und bleibt ein Sieg. Logisch. Aber ihr seht, das ist nicht ganz so einfach. Es ist ja wirklich... Sobald ich mit dem Männchen in die Nähe komme, wird abgespielt. Ist natürlich schlau und gut. Ist aber irgendwie einfach für meinen Geschmack schon fast zu stark. Wenn man so will. Das ist zweite Bundesliga. Oh, komm, weg mit der Kugel. Sehr gut. Nochmal weg mit der Kugel. Auch gut, aber nicht zu dem. Da wäre dahinter nochmal einer gewesen. Oh, gefährlich. Okay, jetzt ist ganz klar. Jetzt haben wir Dusel gehabt. Also da sind tatsächlich die Hamburger stärker als wir. Gut, gut, gut. Das gefällt mir. Der Herr Rowe. Komm, haben wir. Nee, haben wir tatsächlich wieder nicht. Also dieses Flanken funktioniert irgendwie bei FC 24 etwa ähnlich faszinierend gut wie bei FIFA 23, nämlich gar nicht. Leider. Weil Flanken ist so ein wichtiger Bestandteil im Fußball. Das ist so eine wichtige Waffe. Also das müsste eigentlich besser implementiert sein. Gut gemacht. Auch stark. Guck mal außen. Jawohl, jetzt kommt der Ball auf Klein. In den Strafraum rein. Gut. Aber da ist ein Fuß im Weg. Nochmal. Nochmal. Oh, komm. Nochmal. Oh, nö. Ach, wie doof. Das war unsere erste gute Chance. Sowas muss dann halt rein. Das ist ganz klar. Da muss es ein Tor geben. Gerutscht. Leider sinnfrei. Aber da passt Frank dann auf. Immer noch 0-0. Wir müssen da vielleicht auch nochmal gucken, ob bei uns irgendwelche Leute müde sind. Ich gehe mal davon aus, dass wir müde Leute haben. Nochmal Frank, aggressiv und gut. Und nochmal Frank zum dritten, dieses Mal zu einer Ecke. Malinowski, Pettersen. Okay, machen wir den Wechsel. Frische Kräfte. Ei, das hätte vorher klingeln sollen. So, da haben wir schon mal die Abwehr hingekriegt. Hinten raus, bitteschön, abseits stellen. Machen sie leider auch nicht. Gut. Da haben wir die Kugel erobert. Lauf mal. Jawohl, stark. Auf Haas. Muss ich nochmal hinten rum. Nicht nochmal zu Haas. Das war nicht die Idee. Gut von Rowe. Nochmal hinten rum. Auch stark. Boah, der Schuss dann abgeblockt. Schade. Wir tun uns schwer gerade. Aber es steht noch 0-0. Ja, die machen halt eine Drehung und ich laufe ins Leere. Und sind sehr passsicher. Ja, jetzt zieht er los. Oh, 4 gegen 3. Ja, aber da passt Frank auf. Nochmal auf Kosten eines Eckballs. Wir gehen mal schnell gucken, wie sieht das hier aus. Haas müde. Ja, alle ein bisschen müde. Können wir hier bei Klein was machen? Müller. Machen wir mal. Der ist sogar eigentlich stärker vom Skill her. Und den Rest lassen wir mal. Wir setzen das Spiel mal fröhlich fort. Und hoffen, dass wir in den letzten 10 Minuten vielleicht irgendwie noch einen Lucky Punch hinkriegen. Ja, gut gemacht von Köhler. Oh, da hat er Platz. Lauf mal. Aber der ist der Verteidiger halt fast schneller. Ja, da muss er tatsächlich den Ball spielen. Nicht so. Ich wollte hochspielen. Das hat leider nicht geklappt. Oh, geh drauf, drauf, drauf. Gut, sauber. Jawohl, gut befreit. Oh, da geht der Ball echt wieder zum Hamburger. Nein! Oh. Ja, in der 85. Minute. Okay, es ist nicht unverdient, muss ich wirklich sagen. In der 85. Minute, je nachdem, unser Genickbruch. Wir sollen nochmal wechseln. Ne, lassen wir. Ja, entsprechend groß der Jubel. Uiuiui. Ich würde sagen, wir gehen halt schon eher wahrscheinlich noch einer schwereren Saison entgegen. Jetzt hätten wir, wenn das so bleibt, einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage. Und die Pokal rausgeflogen. Glatzel ist es, unser Mann, den wir im Fokus hatten. Transferliste, aber dann den Herrn Kleindienst genommen haben. Ja, da kann man jetzt sagen, hätten wir mal den Glatzel genommen. Ja, dann hätten andere wahrscheinlich das Tor geschossen. Und es ist noch nicht durch, das Ding. Oh, faul.
Ja, jetzt gehen sie natürlich relativ hart drauf. Das ist logisch. Die haben was zu verlieren. Okay, Jansen geht raus. Der Stürmer für Nishimura oder wie er heißt. Ich bin noch in der Namensfindung. Sozusagen. Was ist das wieder? Also teilweise die Pässe, ich verstehe es nicht. Es war doch klar, was ich eigentlich wollte. Ich habe es auch gedrückt, behaupte ich. Aber der ist hier alleine gegen uns alle. Ja, jetzt kommt hier aber noch der Rest mit. Der Belegschaft. Der Ball geht aber daneben. Ja, das... Haben wir nochmal einen Angriff? Komm, Schiri, lass uns nochmal einen Angriff zelebrieren. Und zwar einen schnellen, logischerweise. Nein, da ist es vorbei. Oh, bitte, eine 0:1 Heimniederlage gegen den HSV. Ja, das gefällt natürlich den Fans nicht. Das kann den Fans nicht gefallen. Und mir gefällt es natürlich auch nicht. Aber ich muss nochmal sagen, die Hamburger waren heute die bessere Mannschaft. Ich denke, das muss man wirklich so anerkennen. Das eine Tor überflüssig, das hätte auch ein 0:0 geben können. Aber sie haben den Sieg nicht gestohlen. Gerade mal gar nicht. Was ich, das habe ich eh schon gesagt, ich finde es halt schade, dass jetzt hier nicht die Höhepunkte noch automatisch gebracht werden. Das ist Käse. Hier die aussuchen ist doch... Ne, das ist ja Käse. Gut. Wir gehen nicht zum Interview, sondern weiter. Und sehen, führt Kaiserslautern 0:0. Und in der Tabelle, da gucken wir noch schnell. Oh, 6 Nachrichten. Auf der 6 sind wir mit 4 Punkten. Der HSV wahrscheinlich sogar jetzt vorne, nehme ich an. Alle mit 3 Spielen hier. Ne, die Hertha ist vorne. Mit dem besseren Torverhältnis. Ja, gut. Also, sehr durchwachsender Start. Das muss man wirklich sagen. Ein Sieg, ein Unentschieden, jetzt eine knappe Heimniederlage gegen den HSV. Ich denke, gegen den HSV kann man verlieren. Wenn wir nach oben wollen, müssen wir A, besser spielen und wir brauchen B, nochmal ein paar Verstärkungen, würde ich sagen. Und dafür brauche ich mal erstmal wieder Geld. Naja gut, wir werden sehen, wie es weitergeht hier beim FC Heisenberg. Danke fürs Zusehen, hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Hier das Regenspiel und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.